Ah, schau her. Ich wünsche mir zusammen mit dem Andi Borg das Lied für meine Schwester. Dann gehe ich jetzt mal hin, weil die Schwester heißt nämlich Marina und die andere Schwester heißt Sigrid. Also, wenn du die Sigrid bist, dann ist das deine Schwester, die Marina. Stimmt. Und deine Schwester wünscht sich für dich ein Lied, das heißt Schwester. Nein, Marina, Marina, das Lied heißt Marina. Und du lässt das Mikrofon liegen, weil wir zwei singen jetzt. Komm, komm, ich kenne mich hier aus. Wir machen das aus der Jukebox. Also es ist eine sehr große Ehre, Andi, dass ich das jetzt für die Marina mit dir singen darf. Ja, siehst du das? Eine Ehre. Marina, ich habe kein Mikrofon. Nein, ich habe das in der Box liegen lassen. Mein Gott, alles. Dieses Personal heutzutage, ich sag's Ihnen. Kein Verlass mehr. Entschuldigung. So. Ja, ja, darf ich? Ihr macht es jetzt ganz schön spannend. Yes. Bei Tag und Nacht denk ich an dich, Marina. Du kleine zauberhafte Ballerina. Oh, wärst du doch süße Cara Mia. Aber du gehst ganz zu deiner Schwester. Eines Tages traf ich sie im Mondschein. Ich lud sie ein zu einem Glas an Rotwein. Und als ich fragte, Liebling, willst du mein sein? Da gab sie mir einen Kuss und sagte nein. Marina, Marina, Marina. Den Schick und dein Charme, der gefällt. Marina. Ich aus. Ich aus. Das war das Lied für die Schwester. Marina, du bist eine liebe Schwester. Oh, danke, Andi, dass du das mit mir gesungen hast. Nichts zu danken. Das war nicht zum Geburtstag. Das war einfach so. Einfach so. Und das weiß man zu schätzen, wenn ein Geschwisterchen sagt, hey, lass danke, uns dass ich die Marina hab. Ich würde das für meine Schwester. Danke.